Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir sind schon angekommen in der letzten Folge aus Woche 18 im LS22-Projekt Bildet. Die letzten Folgen waren ja relativ turbulent. Willi hat am Rad der Schande gegen Sally gedreht. Sally hat am Rad der Schande gegen Willi gedreht. Willi war ziemlich sauer. Und es gibt ja aber neben den beiden auch noch zwei andere Landwirte. Und die zwei Landwirte haben auch bei der letzten Aufgabe 10 Punkte bekommen. Das heißt, auch die hätten die Möglichkeit, am Rad zu drehen. Und das hat Sally erkannt und hat sich gedacht, Mensch, wenn der Willi sich schon so darüber aufgeregt hat, dass einer gegen ihn am Rad gedreht hat, wie wäre das denn, also wie sehr würde er sich aufregen, wenn drei Leute gegen ihn am Rad drehen? Ob sie einen der anderen Landwirte oder vielleicht sogar beide überzeugen kann, auch am Sabotagerad gegen Willi zu drehen, das siehst du jetzt in dieser Folge. So, drin sind wir. Folge 4 aus Woche 18 ist es. Meine Güte, ist es heute schon wieder schnell vergangen. Wir sind gerade am Ansehen von unserem Feld 23. Ich sehe hier Sojabohnen an. Das ist jetzt das zweite Feld. Das nebenan auf der 24 sind auch Sojabohnen. Finde ich eigentlich ganz gut. Also ich war zumindest sehr zufrieden mit dem Ertrag, den wir da beim letzten Mal rausgeholt haben. Von daher machen wir das jetzt wieder. Unser Elula, der kalkt gerade noch. Unser Feld 18, was wir als nächstes noch ansehen müssen. Und danach wird von ihm Stroh gesammelt. Und ja, wir gucken mal, wie weit wir noch kommen mit dem Striegeln und mit dem Ansehen. Alles schaffen wir heute nicht mehr. Die erste Folge hat uns ja so ein kleines bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil wir in der ersten Folge ja alle gemeinsam da das große Feld 5 geerntet haben. Die Zeit fehlt uns jetzt hier. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin ehrlich, das mit dem Feld 5 hat sich einfach maximal gelohnt. Weil wir dadurch 10 Punkte bekommen haben, am Sabotagerad drehen konnten und Willi nächste Woche 2 Folgen lang kein Elula hat. Es hat sich maximal gelohnt. Ja, wir gucken gleich noch, was auf Feld 21 gebaut wurde. Ich würde das hier wenigstens noch fertig ansehen. Ich guck mal, vielleicht sehen wir das hier an, das Feld, und striegeln da noch drüber. Und ich glaube, dann passt das zeitlich relativ gut. Dann können wir uns noch auf entspannt das Feld 21 da angucken. Aber dann haben wir das Feld hier zumindest schon mal abgeschlossen. Ich glaube, das ist ganz gut. Muss ich mir nicht bis nächste Woche wieder irgendwas merken, was ich noch mittendrin machen muss. Das sieht doch gut aus. Könnten eigentlich mal fragen, ob Hannes seine Punkte schon verballert hat, ne? Das könnten wir echt machen. Ach so, ich weiß noch nicht. Wie läuft es denn gerade bei Keule mit... Ich glaube, er ist ja gerade ein paar Mal runtergeflogen, ne? Läuft es bei ihm wieder? Auf jeden Fall Plus geschrieben. Wir gucken mal. Zapfe vom Lunde nehmen. Hallo, ihr Zapfe. Okay. Das war jetzt schlechtes Timing. Müssen wir gleich nochmal fragen. Wir warten mal ganz kurz, bis der Herr Zapfe da fertig ist. Braucht der U den JCB? Ich glaube, eigentlich kann er auch den Unimog nehmen. Das müsste eigentlich auch passen. Von daher ist es, glaube ich, in Ordnung. Wir können auch vorher einfach mal den Schneegans fragen. Ring, ring. Hallo. Hallo. Ach, das passt ja. Ich wollte eh gerade durchklingeln. Ach Mensch, das passt ja toll. Was wolltest du denn? Ich wollte fragen, ob du einen Tiefenlockerer hast oder einen Flug. Ich habe einen Tiefenlockerer, ja. Und wenn ja, ob ich mir den leihen könnte. Kannst du dir ausleihen, ja. Was kriege ich denn dafür? Ja, willst du nur Geld, oder? Nö, nicht unbedingt. Was kannst du denn gebrauchen? Kommt drauf an. Also zum Beispiel, Willi hat mir einen Sack Dünger gebracht. Dafür, dass er sich letztes Mal was aussuchen durfte. Ich glaube, ich habe noch einen Sack Saatgut. Ja, nehme ich. Ist ja ein Freundschaftsdeal hier. Ja, weil ich bin gerade etwas knapp. Also, es ist höflich ausgedrückt, etwas knapper Kasse. Ja, das ist ja kein Problem. Nee, wir unterstützen uns ja hier im Ort. Ja, ist das 4 Meter oder ist das wenigstens ein bisschen größer? Nee, das sind 8 Meter.
natürlich gut. Ja, das ist der größte, der geht. Wow. Ich hoffe nur, du hast die guten. Also hast du auch einen Traktor, der den ziehen kann. Ja, ein 8RX. Ah ja, na, der wird das gerade so schaffen. Das ist ja wirklich eine gute Wahl, die du da getroffen hast. Ja, aber die bricht mir auch so ein bisschen das Genick, glaube ich. Ach so, finanziell. Kostet mich 10.000 die Stunde. Eieiei. Ja, das ist natürlich unangenehm. Ja. Ja. Ich habe jetzt meine ganze Grastechnik verkauft, dass ich die EU-Rechnung bezahlen konnte. Ach Gott, das ja, klingt ja dramatisch. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Gras, alles was mit Gras und so zu tun hat, bringt halt auch einfach gar nichts. Also ich weiß, dass das ja alle sagen hier, dass die Silage gar nichts mehr bringt und so. Ich bin jedes Mal sehr zufrieden, wenn ich meine Silage verkaufe. Ja, aber guck mal, ich habe über 1 Million Liter Stroh im Lager, ja? Ja. Hätte für 1 Million Liter, hätte ich glaube ich 1000 Euro bekommen. Aber Stroh? Ja. Ja gut, der Stroh darfst du halt auch nicht verkaufen. Hast du einen Fermenter? Ja, habe ich. Ist ja auch drin, aber der ist ja auch, der braucht ja auch eine Weile. Na gut. Ja, ich habe jetzt gesagt, pass auf, wenn das alles so wenig wert ist, dann kaufe ich einfach mein Mischfutter für die Kühe und ich reiße meine Wiesen um und mache da Feld drauf und dann brauche ich auch keine Grastücken mehr. Ah, okay. Naja gut, nee, musst du mal gucken. Also Tiefenlocker kannst du gerne abholen. Ja, aber jetzt erzähl mal, was wolltest du denn? Ja, ich wollte fragen. Sag mal, wir haben ja alle 10 Punkte bekommen. Ja. Hast du schon überlegt, was du mit denen machst? Habe ich schon ausgegeben sogar. Hast du schon ausgegeben? Was hast du gemacht? Ich habe Glücksrad mal gedreht, weil letztes Mal, wo ich Rad der Schande gedreht habe, habe ich 10.000, quasi 10 Punkte bezahlt, um 2 Folgen beim Fässer zu arbeiten. Eieiei. Und lief's denn diesmal besser? Ja, ich habe einen Modwunsch gewonnen. Hast du beide schon eingelöst? Nee. Nee. Nur einen. Okay. Ja, also deswegen. Weißt du nicht so recht. Na gut, okay. Ja, ist ja in Ordnung dann. Schade. Ich wollte einen tollen Vorschlag machen, was du mit deinen Punkten hättest anstellen können. Na, ich habe gehört, dass du und Ferse sich gebieft haben mit den Punkten. Ja, also ich wollte meine Punkte eigentlich aufheben. Ja. Und wollte die sparen. Hab gedacht, Mensch, beim nächsten Mal vielleicht Glücksrad oder so. Mhm. Aber dann hat Willi gegen mich gedreht. Und ja, das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Da habe ich auch gegen ihn gedreht. Und ich würde sagen, ich habe da auf jeden Fall den besseren Dreher sagen, gehabt. Ja. Also, wie sehr trifft dich die halbe Stunde eigentlich? Gar nicht. Null. Aha. Also tatsächlich 0,0. Weil ich meine, dann mache ich halt einfach die Woche darauf. Also, ne, ist ja nicht so, dass wir irgendwie am Ende sind. So, dass jetzt hier jede Minute zählen würde. Ja. So, machst du halt mal ein halbes Stündchen Deko oder so. Eben, mache ich halt einfach was Kleines und dann halt in der nächsten Woche dann alles andere. Also das trifft mich tatsächlich gar nicht. Aber ich glaube, zwei Folgen lang keinen EUler zu haben, trifft Willi schon ganz schön arg. Ja. Vor allem Willi, den alten, ja, ja. Den alten Sklaventreiber. Eben. Ja, naja gut, schade. Was hätte ich damit machen sollen? Ja, auch daran am Sabotagerad gegen ihn drehen. Weil der war richtig gebrochen. Dem ging es wirklich schlecht. Und er war richtig enttäuscht von mir und alles. Und ich muss sagen, ich hätte es schon lustig gefunden. Das Ganze gesagt, dann noch zu erleben. Also ich weiß, du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Ich habe gegen ihn gedreht einmal, ja, und dann durfte ich 2 Folgen beim Arbeiten. Ja. Naja, gut, aber für diesmal wäre es bestimmt anders gelaufen. Aber gut, brauchen wir nicht drüber reden. Wie viele Punkte hast du jetzt noch? Ich weiß es nicht, tatsächlich. Aber vielleicht hast du ja noch 10. Ja, aber er hat mich ganz stolz angerufen, hat gesagt, ich habe am Sabotagerad gedreht und habe nicht gegen dich gedreht. Ja, aber weißt du, dass er das nicht selber entschieden hat? Das wurde für ihn entschieden, gegen wen er drehen soll. Echt? Normal entscheidet man das doch. Ja, ja, also er hat das halt von seinem Beraterstab. Ach so, verstehe. Schriftlichen ja. Beraterstab hat er das entscheiden lassen. So, das heißt, da hat er auch wieder nur Pluspunkte bei dir gesammelt, obwohl er selber gar nichts gemacht hat. Tja, so ist er. Ja. Naja, gut. Also, aber naja, kannst du ja, wenn dir das nächste Mal Punkte gibt, kannst du mal überlegen, ne? Ja. Ich werde dann jetzt wohl mal den Hannes fragen. Frag mal den Hannes. Ich hole mir dann den Tiefenlocker, ja. Kannst du machen, steht bei mir auf dem Hof. Alles klar, danke. Es dauert noch, ich muss erst das Heu vom Feld holen, bevor. Ja, also jetzt akut brauche ich ihn jetzt erstmal eine Weile nicht. Okay, super. Danke dir. Super, gerne. Tschüss. Jo, ciao. Ring, ring. Hamadil. Hallo Hannes, hier ist Sally. Hallo Sally. Na, wie geht's dir? Auch ganz gut. Und selber? Ja, sehr gut. Ich habe wirklich ganz gute Laune. Wie soll das? Ja, weil ich, also wir haben ja alle Punkte bekommen, ne? Ja. Und der Willi, der hatte nichts Besseres mit seinen Punkten zu tun, als sie gegen mich am Sabotagerad einzusetzen.
Nee. Ja, und das, obwohl wir eigentlich gerade ein wirklich gutes Verhältnis miteinander gehabt haben. Also da war ich schon maßlos enttäuscht von ihm. Allerdings hat er, also er hat halt gedreht, dass ich nur eine halbe Baufolge habe. Das trifft mich jetzt nicht so doll, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich musste natürlich für meine Ehre dann auch gegen ihn drehen. Das habe ich gemacht. Und okay, er hat jetzt nächstes Mal 2 Folgen lang keinen EU-Mitarbeiter. Und da war er sauer. Ha, das ist natürlich sehr schön. Ja, nee, das hat mich auch gefreut. Und ich rufe auch an, eigentlich um zu fragen, ob du deine Punkte eigentlich schon irgendwie genutzt hast. Ja, ich hab, ich muss aber auch gesehen, ich musste am Glücksrad drehen. Nee. Doch. Was hast du gedreht? Einfach aus dem Grund, weil ich gerade ein bisschen mau bei Tasse bin, deswegen. Was bist du? Ein bisschen klamm. Ach so. Was Geld angeht. Oh, und? Was hast du erdreht? Ja, Gott sei Dank die Bausubventionierung. Also ich krieg ein bisschen Geld zum Bauen. Gott sei Dank, so habe ich dann doch wieder Plus auf dem Konto. Bist du sonst so abgebrannt? Ja, also ich habe mich da so ein bisschen... verkalkuliert? Ja. Naja, was halt verkalkuliert. Also die letzten Rechnungen vom LUla waren halt sehr human. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich mal ein bisschen was bauen lassen hier. Und dann kam er auf einmal an und dachte so, ja, ich kriege jetzt mal von dir 25.000 Euro. Und dann habe ich einmal geplumpt. Oh je. Die letzten Rechnungen waren immer irgendwo bei 10, 15.000 und auf einmal will er fast 30.000 haben. Da war dann halt vorbei, ne? Ah, okay, verstehe. Aber also, ich meine, ne, wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst, meldest du dich, ne? Ich will ja nicht, dass du hier irgendwie Insolvenz gehst oder so. Na, alles gut. Mit jetzt geht's noch. Okay. Also, ich habe ja auch noch einen zugesicherten Kreditrahmen zur Not. Also wenn es wirklich mal eng wird in der Hosentasche, dann kann ich den noch nehmen. Okay. Aber ansonsten, ja, die Baufinanzierung da von 15.000 oder was das waren, die wird jetzt ein bisschen helfen. Und dann muss ich mich halt erstmal ein bisschen über Wasser halten, mit halt, sag ich mal, der Weltmarkt auch den besten Preis für die Ernte rausmeint, ne? Wann, also was hast du denn als nächstes irgendwie zu verkaufen? Zum Dezember hin halt wieder für Brot so ein bisschen was. So, was, September? Dezember. Ach so, Dezember. Ah, okay, ja, Brot. Ja, also gut, da musst du ja wirklich noch ein bisschen warten. 3 Monate gibt nur Wasser und Brot da. Ne? Ja, das glaube ich. Naja, gut. Brot mit Butter und Salz. Ja, also eigentlich immer ganz lecker. Du musst selbst backen, das Brot, dann ist es geil. Ja, definitiv. Nee, aber sonst geht's. Aber freut mich, dass das Karma direkt zugeschlagen hat bei dem... Ja, das freut mich auch. Da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Definitiv. Ja. Hat alles richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Nee, supi. Ja, dann ansonsten wäre es das auch schon wieder gewesen von meiner Seite aus. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du mal wieder vorbeigehorcht hast. Ne? Ja, gern. Ich wollte ja eigentlich auch mal bei dir vorbeikommen. Du hast ja so viel gebaut jetzt bei dir, ne? Ja, so ein bisschen was geht da jetzt mittlerweile. Mhm. Ich weiß halt noch nicht, ob das vorzeigemäßig ist. Also ich würde dich halt schon eher einladen, wenn da auch ein bisschen der Hof aufgeräumt ist. Ach so. Ah ja, da musst du ja jetzt für mich nicht extra hier... Ich meine, ja. Bei mir ist ja auch ganz schön durcheinander. Und wenn ich da endlich mal Kaffee an den Kaffeeautomaten ziehen kann, dann kannst du auf den Kaffee vorbeikommen. Ja, dann machen wir das vielleicht so einfach in den nächsten Wochen. Wenn du sagst, jetzt ist er vorzeigbar, dann komme ich einfach mal wieder rum, ne? Der Herr Ditter, der will ja auch unbedingt vorbeikommen wegen Kaffee. Ja, ich dachte, der macht das einfach und bricht einfach ein. Nachdem er einmal gehört hat, dass ich das nächste Mal eine Anzeige starte, hat er sein lassen. Da fragt er vorher, ob ich. Also, da hat er dann wieder angerufen, gefragt, ob er jetzt Kaffee kriegt. Da habe ich gesagt, nein, immer noch nicht. Na, besser ist das. Eröffnung ist erst nächstes Jahr irgendwann. Alles klar. Ja, na dann, viel Erfolg weiterhin auf dem Feld, ja, ne? Vielen Dank. Dir natürlich auch. Dankeschön und wir hören uns dann wieder, ne? Und wenn du Hilfe brauchst, rufst du auch durch, ne? Ja, auf jeden Fall, das mache ich. Super, alles klar. Gut, bis dann, Hannes. Bis dann, Telly. Mach gut. Tschüss. Ach, nett. Die ist so toll. Ja, gerade alle ein bisschen Geldstruggle hier, ne? Zeigt mal. Nee, das hier. Bei Tino ist ganz gut. Oh je, 6.000 und 2.000. Ach, du Schreck. Sind ja wirklich alle richtig abgebrannt. Uff. Uff, uff, uff.
Ja, der Eula meldet sich schon, wenn irgendwas getankt werden muss oder so. Diet macht das schon. Oh, ich bin mir noch unsicher, ob ich reparieren will. Bin ich ehrlich. Also gerade finanziell ist das halt eh nicht so wirklich drin. Ich weiß nicht, ich gehöre ja zu den Menschen, die nicht so oft reparieren. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Habe ich ihn einmal repariert. Es geht aber einfach immer wieder zu schnell, dass die dann kaputt gehen. Große Nachfrage bei Verkaufsstationen modded. Ey, ich weiß gar nicht, was die Wartung kosten würde. Könnte sein, dass ich mir das gar nicht bezahlen könnte mit meinen 20.000, aber boah, ich kann es schlecht einschätzen. Dadurch, dass ich so selten repariere, weiß ich es nicht. Ich habe kein Auto. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto besessen, von daher kann ich da nichts zu sagen, ob ich das auch so machen würde. Ich habe doch alles Silagegeld bekommen, oder? Weil jetzt gerade von euch mehrere schreiben, dass noch Geld offen ist. Aber ich habe doch alles an Geld bekommen. Wir haben zweimal Geld für Silage bekommen. Also, ich bin der Meinung, wir haben nichts mehr offen. Ja, die können ja kein Angebot machen, wenn ich nicht dort bin. Aber jetzt extra deswegen dorthin fahren, ist halt kacke. Ja, Wolle war jetzt noch nicht wieder so voll. Also ich glaube, das machen wir dann erst im nächsten Monat wieder. Eier müsste ich mal gucken, ne? Haben wir die Eier beim letzten Mal eigentlich abgeholt? Ich weiß gar nicht. Also ich meine mit abgeholt, ob wir sie einmal rübergebracht haben zum Palettenlager, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja, mal schauen. Sondern tatsächlich mal gucken, wie wir, also womit wir nächste Woche weitermachen. Aber ich bin sehr zufrieden eigentlich gerade mit dem Fortschritt sozusagen, den wir machen. Weil wie gesagt, wir haben jetzt das Feld dann hier gleich ready, wenn es gestriegelt ist. Das muss dann nur noch einmal gedüngt werden. Und dann haben wir nur noch die 18. Die wird ja jetzt gerade schon gekalkt. Die werden wir dann beim nächsten Mal als erstes sozusagen auch ansehen. Und dann auch noch drüber striegeln. Und dann sind alle unsere Felder erstmal tutti. Das ist richtig gut. Wolle wollte ich warten. Ja, ich glaube, Wolle habe ich eingelagert, ne? 60.000 für die Silage. Ja, deswegen. Also ich bin sehr fein, was wir da für die Silage bekommen haben. Absolut. Gut war das. Ich wollte eigentlich mal den Ditcher fragen wegen ein paar Bäumen. Ring, ring. Ditcher. Hallo, Herr Ditcher. Fanfanerich hier. Guten Morgen. Fanfanerich. Rufen Sie wegen den Fischen an. Wegen den Fischen? Nee, was ist mit den Fischen? Ach, wissen Sie, letzte Nacht hat mich der Verse angerufen. Vollkommen verwirrt. Ja, ist ja nichts Irgendwas Neues. Mit einem Filter und sie würden Fische da irgendwie klauen aus dem Teich oder was. Was? Ja. Nee, ich klaue keine Fische. Bin ich beruhigt. Nee, da müssen Sie sich keine Gedanken machen. Ja, ich hoffe ja, den Fischen gefragt, geht's gut. Wo der Uli seine Fische hat, für die Fischbrötchen. Ja, das wollte ich tatsächlich auch nochmal fragen. Ich hoffe sehr, dass das nicht die Fische sind, die sie hier gerettet haben. Das hoffe ich auch. Ah, okay. Naja, ich verlasse mich mal darauf, dass sie da nichts wissen. Ich wollte da aber auch nochmal vorbeischauen, wollte mir das dann nochmal angucken, was der Unternehmer da jetzt auf dem Feld 21 macht. Ich weiß nicht, sie wissen ja, Tiere sind Freunde. Also wenn da tote Tiere verkauft werden, mag ich das eigentlich gar nicht, dass das so in der Nähe hier ist von mir. Ja, aber ich meine, irgendwo müssen sie ja hin, die Fische, ne? Naja, die schon tot sind, ja, das stimmt. Solange halt keine neuen dann noch getötet werden, das wäre mir ja ganz recht. Naja, Herr Ditcher. So ein bisschen Kontrolle muss man machen. Ne? Ja, damit auf jeden Fall. Sich nicht unkontrolliert vermehrt und so.
Ja, weiß ich nicht. Die treiben es ja wie die Karnickel. Ja, ist ja bei manchen Menschen auch so. Die werden ja auch nicht kontrolliert da. Hör so auf, das will ich mir gar nicht vorstellen. Naja, ich meine, sie wollen hier mal Hecken trimmen und so. Apropos Hecken trimmen, ich hätte da eine neue Hecke, die getrimmt werden müsste, Herr Titscher. Gerne. Ja, wenn Sie sich einmal hier die Landkarte öffnen würden, würde ich Ihnen erklären, wo ich ein paar Bäume weg haben wollen würde. Und zwar quasi unterhalb von Feld 24. Ich hätte da gern so eine Fahrschneise, dass ich auch über meinen Hof zu Feld 18 komme und nicht immer außen rumfahren muss. Ja, wo genau ist das? Egal, oder? Also quasi an der rechten unteren Ecke vom Feld 24. Da soll so ein Weg oben durch, also nicht ganz am Feldrand, soll da halt so ein Weg lang geführt werden über Feld 24, dass man da runterfahren kann. Das verstehe ich. Ja, genau. Das ist der Plan. Das wäre schön, wenn sie da irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob sie es selber machen oder veranlassen würden, aber dass da nochmal so 3-4 Bäume irgendwie weggenommen werden, dass ich da halt eine Durchfahrt anlegen könnte. Wenn sie wollen, dann mache ich das selber. Ja, ich war damals sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit zuletzt, deswegen gerne. Ja, mal sehen, guck. Ich rufe meinen Förster an, ob der Zeit hat, ansonsten mache ich das selber. Ja. Toll. Super, Herr Ditscher, das war es eigentlich auch schon. Gut. Dann wünsche ich Ihnen ansonsten noch einen schönen weiteren Start in den Tag, ne? Ja, ich melde mich, ne? Ja, sagen Sie gern Bescheid, wie es passt, ne? Ja, wiederhören. Super, tschüss. Gut, dann wird das nämlich auch mal gemacht. Das ist sehr gut. Ist eigentlich schon jemand, ist das scheinbar niemand auf Feld 5 hier am Stroh sammeln, ne? Sehr interessant, dass da bisher scheinbar noch niemand dazu gekommen ist, es zu sammeln. Aber gut für uns. Kann der Eula da einfach nächste Folge, also nächste Woche in der Aufnahme einfach komplett einmal ganze Aufnahme durchsammeln. Achso, ich wollte mal gucken, was wir eigentlich im Fermenter drin haben. Können wir gleich mal schauen. So, wir werden nächste Woche sehen, wie gut ich jetzt hier gestriegelt habe. Ich glaube, es war ganz gut. Willi hat eh keinen Ladewagen, das stimmt. Und nächste Woche hat er auch keinen EU-Lad, der für ihn abfahren könnte. Von daher, sure. Ist da erstmal durch. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie scharf die anderen überhaupt darauf sind, das zu sammeln. Gut, jetzt gehen wir, glaube ich, mal ganz kurz rüber und gucken uns das mal hier auf Feld 21 an, ne? Was es da jetzt gibt. Warum ist mein Striegel nicht so richtig eingeklappt eigentlich? Was soll denn das? Hallo, geh ab. Jetzt. Okay. Ja, also manchmal ist der Strick irgendwie komisch, weiß ich auch nicht. So, kann man hier irgendwas besuchen? Ja. Zack. Oh, das ist ja schön. Ach toll, ich mag die Freiluftgärten, das ist so hübsch. Schön. Sind es Erdbeeren eigentlich? Ich glaube schon, ne? Oh, das ist doch sehr hübsch hier. Mit kleinen Mülleimerchen. Toll. Ganz toll. Oh, hallo Herr Otto. Oder hallo. Hi Karl. Hallo Sally. Na, wie geht's dir? Gut. Das sieht ja idyllisch aus hier, was ihr gemacht habt. Ja, die neuen Erdbeerfelder. Ja, erzähl doch mal, was ist denn das jetzt? Es war ja so spannend, aber was hier auf dem Feld passiert. Es sollen oder gedacht waren das Erdbeeren zum selber pflücken. Felderchen sein. Ach schön. Genau, das ist ja toll. Auch wenn es etwas spät ist, aber so ist der Plan, dass man halt hier im Sommer, wenn die Erdbeersaison ist, halt sich frische Erdbeeren pflücken kann. Ach schön. Ja, das finde ich toll. Aber für die netten Landwirte und für die Dorfbewohner. Ja, nee, ich mag das ja gerne, so über die Felder rüber und dann ein bisschen Erdbeeren sammeln ist schön. Oder ansonsten habt ihr hier nur noch ein bisschen Unterstand für eure Maschinen und so gemacht? Genau, einmal, dass es ordentlich ist, dann noch für die ganzen Ballen, die ihr uns immer liefert,
haben wir nochmal erweitert unsere Lagerkapazitäten. Oh, heißt das etwa, wenn ich zukünftig Silage habe, kann ich die hierher bringen? Das ist der Plan. Wir haben jetzt halt mehrere Standorte. Ja, das ist super. Zum Einlagern halt. Ja, weil dann ihr doch ziemlich viel uns liefert. Ja, und vor allem war der Weg immer so weit für mich. Das ist super. Jetzt ist das ja wirklich hier um die Ecke. Genau. Aber das habt ihr aber schön hier angelegt. Also es gefällt mir sehr gut. Ein Bienenstock haben wir auch, der frischen Honig produziert. Mhm. Wo steht der denn? Habe ich gar nicht gesehen. Der ist da oben. In der Ecke versteckt. Ach, da, bei den ganzen Blumen. Auch schön. Ja, genau. Ich glaube, das geht genau hier. Kleiner Weg. Nee, hier geht zum Spielplatz. Ach toll, die Kinder dürfen hier auf dem Pflasterstein spielen. Schön. Ja, das müssen wir nochmal ändern auf Sand. Ja. Nee, aber zu dem Stock, der ist, glaube ich, denn. Ja. Oh, genau. Über einen. Achso, man muss drüber hüpfen, verstehe. Ja. Da ist keine Tür eingebaut worden. So, schön. Genau. Blumenwiese halt. Ja, toll. Nee, habt das sehr schön angelegt. Das scheint den Bienen ja richtig gut zu gehen und den Erdbeeren auch. Ja, da passen wir auch auf, dass das gepflegt wird. Mhm. Ja, toll. Dann danke für die kurze Führung hier auf jeden Fall. Da mache ich mich mal wieder vom Acker, ne? Ja, genau. Super, ansonsten, ich finde, ja. Einfach, sonst kommen wir einfach vorbei. Ja, klar, ich ist ja jetzt hier um die Ecke, da komme ich mal vorbei zum Erdbeeren pflücken auf jeden Fall. Genau. Guti, dann schönen Tag dir noch. Ebenso. Tschüss. Tschüss. So. Lass uns mal kurz gucken. Oh ja, ist gar nicht mehr so viel Platz hier bei den Eiern. Kommt, jetzt wo wir mal gerade... Wie komme ich hier am besten raus? Bapp. Sammeln wir die doch mal ganz kurz ein. Gut, weil ich glaube, ist sehr schön. Ist sehr, sehr hübsch, wirklich. Ist halt wirklich schade, dass immer die Zäune alle so fliegen, ne? Bei mir hier auch alles. Das macht es alles optisch echt ein bisschen kaputt. Aber sah hübsch aus. Sehr, sehr hübsch. Jo. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht mehr, da jetzt hier groß mit dem Sehen anzufangen. Machen wir einfach beim nächsten Mal dann. Obwohl, wir hätten noch düngen können, unser Feld 24, ne? Aber gut, ist egal. Ja, wir gucken mal wegen, also Futter müssten eigentlich alle genug haben, glaube ich. Aber wir können mal wieder gucken. Oh shit. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Meine Schafe haben nichts zu essen. Ach man, dieser Kack hier. Wo ist denn mein Anhänger? Da vorne. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Meine Schafe haben nichts zu essen. Naja, Gras habe ich im Silo. Ich muss halt nur holen. Ach krass, ey. Dann hat sich das jetzt doch relativ schnell verbraucht. Ich habe mich immer gewundert, dass es so langsam geht. Und jetzt ist es weg. Gott, wie das hier vorne alles noch rumliegt, ey. Das muss ich dringend alles noch wegmachen. Bis wir hier irgendwann zum Ende kommen. Gras. Am warm. Jetzt ist aber Herr Ditsche die Erdbeeren her. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, der Unimog läuft noch. Ja, ich lasse den Motor immer an. Ah ja, hier unser Honig sammelt sich auch schön. Sehr gut. Ah, das war dumm, dass ich hier rumgefahren bin, aber egal.
Sehen, ob du abladen kannst. Oh, hoffentlich. Mano. Oh, heute ist aber auch schon wieder wirklich ätzend hier. Eine Minute. Hallo, schnell. Ich will doch nur meine Schafe füttern. Gott. Nein. Okay. Jalla, sie brauchen Gras. Ja, es kommt doch schon. Oha, wie viel geht denn rein in den Stall? Krass. Hätte ich nicht gedacht. Warte mal, haben die Hühner? Die Hühner haben noch was zu essen, okay. Warte mal, hatten die noch Wasser? Wasser haben sie auch noch. Okay, dann machen wir ganz schnell. Schaffe ich das noch in einer Minute, die eine Tour? Oh, wahrscheinlich nicht, ne? Schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber eigentlich ist, glaube ich, auch quatschig. Ich glaube, ich belasse es auch einfach dabei. Ist ja drin. Gut, den machen wir aus. Nee, der war sogar an. Der war sogar aus. Perfekt. Okay, jetzt steht alles völlig weird rum. Dann starten wir vielleicht beim nächsten Mal einfach, dass wir mal ein bisschen die Palette einsammeln. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ey, ich bin aber sehr zufrieden. Beim nächsten Mal, also was wir euch merken können, was wir machen müssen, Paletten einsammeln und alles, Tiere nochmal auffüllen und so, auch wenn jetzt erstmal alle ganz gut was haben. Und dann noch Feld 18, ansehen und striegeln und Feld 24 auf jeden Fall düngen und je nachdem, wie spät es dann ist und wie wir vorankommen, Feld 23 und 18 muss dann halt auch noch einmal gedüngt werden. Und dann im nächsten Monat können wir dann anfangen mit der Ernte wieder, das ist das nächste... Ist das nächste Feld erntereif? Tipptopp, ich bin wieder sehr zufrieden mit der Woche. Das lief doch hervorragend. Schade, einen anderen Landwirt konnte Sally leider nicht davon überzeugen, auch noch zu drehen, beziehungsweise sie hatten gar nicht mehr die Möglichkeit, weil die Punkte einfach schon weg waren. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, die zwei Folgen ohne Eula treffen Willi so oder so auch schon ziemlich hart. Wenn du übrigens direkt live dabei sein möchtest und sehen möchtest, wie sehr er sich darüber ärgert und ob vielleicht noch ein paar böse Anrufe von Willi da an Sally kommen in der nächsten Woche, dann denk unbedingt dran, immer Montagabend ab 20 Uhr bin ich live auf Twitch. Mein Kanal, der ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt und dann kannst du auch mal live dabei sein, wenn Willi und Sally sich das nächste Mal in die Haare kriegen. Ansonsten würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben schenkst und gerne auch deine Gedanken in die Kommentare schreibst. Ich verlinke dir ebenfalls unten in der Videobeschreibung auch die Kanäle meiner Konkurrenten. Dort kannst du gerne mal vorbeischauen und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns entweder im nächsten YouTube-Video oder vielleicht dann auch schon im nächsten Twitch-Livestream wiedersehen.